Das wird nicht. Sauber. Voll erwischt. Wie konnte dir das gelingen? Du bist einer von Ganondorfs Leuten. Höre meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht. Ich bin Link, der größte Krieger der Goron. Hm? Komm, sterb. Ach so, du bist ja ein Typ. Hi, ich bin Link. Ich finde, das ist eine schöne Geste. Er war so stolz auf mich, dass er sein Kind nach mir benannt hat. Wir kriegen Goron-Kinder. Nehmen die so einen Stein von sich ab und dann ist das ein Gorone? Ich möchte nicht über Goron-Fortpflanzung nachdenken, das ist komisch. Ja, der Vater ist mein Feuertempel, aber das brauchen wir nicht, das interessiert uns gerade nicht. Jo, hier. Über den Drachen. Ich finde das schön, so eine richtig schöne Schluchzanimation. Ja, da ist ein Drache und der macht uns die Hölle heiß. Vater war gerade nicht hier, als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Tragisch, tragisch. Entschuldigung. Anscheinend zu viel blaues Licht für mich. Hier vom Bildschirm. So, alleine zum Tempel. Ja, gratis Kleidung. Auf dass sie uns immer warm halte. Hoppla, hoppla, hoppla. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So, da steht, ich bin wieder verbunden mit Chat. Entschuldigung. Falls jemand überhaupt was gesagt hat. Zack. So, und zum Glück sind wir super mega ultra stark und können diese Affenstatue hier wegschieben. Hoppla. Mein Hellmacher. So, und dahinter verbirgt sich ein Durchgang. So, halt. Wir können uns ja jetzt umziehen, jetzt werden wir richtig schick. Hui, Link, dich würde ich nicht von der Bettkante stoßen. So, dann hören wir jetzt nochmal gute Musik. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Aha, danke Goethe. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausch nun dem Bolero des Feuers. Wie, Nachmacher? Hier. Nein, 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 nein. Das möchte ich so ja mal gar nicht hören. Das möchte ich klarstellen. Das war das zweite Lied, weil ich auf dem Klavier konnte und jetzt nicht mehr kann. Genau mein Jam. Ein spektakulärer Zoom aufs Feuer. Ach so. Der verdammte Sheik, der Nachmacher. Du hast den Bolero des Feuers erlernt.
Nice Einstein. So gehört sich das. Link, wir werden uns wiedersehen. Ja, wer bist denn du? Er kann einfach Feuer um sich herum erschaffen. Ich hab gedacht, die Kamera wäre da, deswegen habe ich hier so. Einfach weg. Mann, was dachtest du denn gerade? Weiß nicht. Was soll ich nachmachen? Ich dachte, du meinst mich, ich hätte irgendwas nachgemacht. Weiß ich nicht. Deswegen habe ich mich ja gefragt. So, jetzt müssen wir... So, ein Zündler. Einen wunderschönen guten Abend, Stefan. Ich hoffe, dir geht's gut. Wohin möchte ich jetzt? Wasser. Weil hier haben wir noch nicht so viel verloren. Hier könnten wir zwar auch schon durchkommen, aber so ohne Pfeilerbogen ist es dann doch ein bisschen doof. Oh. Da brauchen wir einen Hammer für. Leute, erzählt mal, wie war denn euer Tag heute so? Ich musste heute viel lernen für die Schule. Am Montag schreiben wir direkt eine Arbeit. Über Erziehungseinrichtungen oder Erziehungsbereiche lieber. Also Familie, Schule und die ganzen Bereiche, die es halt da gibt. So Selbsthilfegruppen, Sozialarbeit und so Zeug. Da musste ich heute lernen. Hab zwar auch ein bisschen gespielt, aber ich habe auch gelernt. Oder Mittwoch dann direkt eine Montessori-Präsentation. Arbeit war lustig. Wieso, Stefan? Was ist passiert? Erzähl, ich urteile, ob das lustig war. Halt! Geht schneller. Wir haben doch keine Zeit. Link! Pams. So, oh, falsches Geschoss. Ja, jedes Skulti lasse ich jetzt da liegen. Sowas können wir gerne einrichten. Eine richtige Liste dafür gibt's nicht. Aber wäre doch cool, wenn. Dann könnten wir die auf Twitter mit groß machen. Ich finde das richtig schön. Ich will hier raus. Gut. Genau, Stefan, wir warten auf das Sushi. Jenny und ich wollten doch gut essen, Mensch. Ach, Stefan. Ah, dann muss ich doch hier lang. Hoppla. Ah, und jetzt rechts. Da muss ich rein. Du kleiner Schlingel. So, und tief Luft holen. Kannst ja gerne nachher mal schicken, dann können wir das auf jeden Fall machen. Ich würde mich freuen. Oh Gott. Oh, hier schneit's. Mal gucken, was das noch für Auswirkungen hat. Naja, da macht man einfach jeden Tag so ein oder zwei. Kommt ganz drauf an. Ich finde, das ist kein Spam. Wenn man... Ich finde, zum Beispiel auf Twitter... Halt, wartet. Das war falsch. Nein. So rum. Das ist ja kein Spam. Wenn man es jetzt auf Twitter machen würde, auf Twitter folgt man, um gespammt zu werden. Also, Punkt. Das ist halt einfach so. Disclaimer, wer unten auf Twitter followt, der erlebt Spam. Vor allem Streams. Stream-Spam. Da habt ihr doch sicher alle das drauf. Ah, ihr folgt mir ja schon. Hier, Twilight Cheek, Niklas. Ich hab gesehen, du bist auch auf Twitch gefollowed. Da habe ich mich gefreut. Wir sind jetzt schon bei 65 Leuten. Ich finde, Twitter ist der Inbegriff von ich möchte Infos haben. Ich will, dass du andauernd was schreibst. Irgendwas, was auch nicht wichtig ist. Auch einfach, wenn du... Twitter war ja dafür bekannt. Also, oder hatte das Klischee, ey, da schreiben die Leute nur, dass sie aufs Klo müssen.
Das dachte ich auch. Und dann habe ich 2012 wegen Herr German Let's Play mir Twitter gemacht. Und jetzt ist Twitter ein Teil von meinem Social Life. Na, shitposted? Das... Oh, wartet, hier ist ein... hier ist doch... Da. Das können wir ja mitnehmen, liegt ja auf dem Weg. Und Link! Washer! Top! Aber ich finde auch manche Shitposting-Sachen... Oder einfach Leute, die ich interessant finde, da folge ich einfach gern. Deswegen folge ich auch so vielen, ich glaube, ich folge über 700 Leuten. Und nur weil ihr alle so interessant seid. Und damit man auch was zu lesen hat, weil sonst, wenn man nur irgendwie 70 Leuten folgt, also finde ich, dann ist da immer ein, die schreiben doch gar nicht andauernd was Neues oder so. Kannst du da, Link, jetzt, Mann, ey, wie doof. Ja, da kommt er sofort hoch. Ich glaube, der ist darauf programmiert, nur hier hochzukommen. Alter, hopp. Und Wascher und Chaga. So. Alter, Niklas, das können wir auf jeden Fall mal machen. Fände ich übelst gut. So, hier unsere Aufgabe. Einen wertvollen Schatz finden. Geht mir aus dem Weg. Finde ich schön, dass du damit auf mich zukommst. Ah! Hey, der Lümmel schiebt mich weg. Silberne Rubine, geben die eigentlich... Oh, die sind ein Fünfer wert. Wusste ich nicht. Max spielt Zelda, seit er klein ist. Max ist schon immer klein. Ja, Zuckzui ist natürlich auch eine Zitatrakete. Von daher. Au! Hey, Rücken aufschlitzen ist nicht. Wusch! Hör das, nur weil ich keine Karte habe. Deswegen ist der Sound so unzureichend. So, mal gucken, was es hier gibt. Oh, noch mehr Leute, die nur doofes Zeug pusten. Und hier schnappen wir uns das legendäre blaue Feuer. Ich hasse dich. Ah! Nein! Ich werde hier gemobbt. Von Fledermäusen. Fun Fact. Ich hatte mal 4 Wochen lang eine Fledermaus hier vor meinem Fenster. Das war cool. Die ist immer im Kreis geflogen. Ich glaube, der ging es nicht gut. Oder die kam mit ihren Echoloten da nicht ordentlich raus. Weil es halt ein kleiner Kasten sozusagen. Was? So, einmal und zweimal. So, ich würde sagen, wir nehmen direkt dreimal mit. Vielleicht holen wir uns auch das Herzteil. Ich weiß es noch nicht. Aber wir trinken erstmal ein gutes Stück Milch. Link, du vergisst die Hände in die Hüfte zu stimmen. Na gut, das ist ja legit, dass man das denkt. Ja, weil die so klein sind und man trifft die halt nicht und... Ja, Link, ein nettes Gesicht machen ist auch eine gute Angewohnheit. Ich hab Feuer gefunden. Feuer gemacht. So, und los. Mehr brauchen wir aus dem Raum nicht. Höhe. Gut. Wenn mir jetzt hier echt eine Fledermaus nachliegt, ne? Los, 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 bevor es dich trifft. So, wir gehen erstmal hier lang. Habt ihr schon mal Feuer in der Flasche mitgenommen? Solltet ihr öfter machen.